heiß heute, über 30 Grad. Legen Sie sich irgendwo an einen See, Füße hoch, irgendwo in Schatten, ein kühles Getränk dazu. Antenne Bayern hat die richtige Mut. Sei doch nicht so traurig, Senta. Zur armen Eika geht's bestimmt gut im Hundehimmel. Ganz bestimmt. So, komm. Ja, jetzt gibt's was. Jetzt gibt's was. Komm, komm her. Ja, grüß Gott, hier ist Rombach von der Forstdienststelle Küblach. Ich hätte gerne die Wetterprognose für die nächsten Tage. Also es bleibt so. Zu heiß und zu trocken für diese Jahreszeit. Ich danke Ihnen sehr. Dankeschön, wiederhören. Bin schon da. Ja. Haben Sie das hier veranlasst? Was denn? Die Lieferung an die Möbelfabrik. Wir waren uns noch lange noch nicht einig mit denen, das wussten Sie doch. Das hat der Chef heute erledigt. Der Chef? Der Herr Walzinger, der war jetzt schon ganz früh da, bevor er noch ein letztes Mal ins Gemeindeamt ist. Was heißt ein letztes Mal? Der Walzinger ist Bürgermeister. Er steigt jetzt wieder hier ein. Da weht wieder ein anderer Wind, hat er gesagt. Herr Walzinger, Rombach hier, Markus. Sie, ich rufe an wegen der Lieferung Möbelholz, ja? Wie, was heißt, der Vertrag ist schon perfekt? Ja, es ist natürlich noch Ihr Sägewerk, Herr Walzinger. Ja, ich weiß, dass meine Beteiligung nur 20% ist. Aber denken Sie doch mal an Ihre Verpflichtungen als Bürgermeister und... Ach so, ja. Nachfolger? Natürlich habe ich dafür Verständnis. Ja. Ja, geht in Ordnung. Und? Ändert sich an dem Auftrag noch was? Nein, es ändert sich nichts, Herr Bergmeier. Gehen Sie bitte wieder an Ihre Arbeit. Ja, toll. Wir werden uns schon zusammenraufen. Lassen Sie sich nicht stören. Ja. Na, das sieht schon sehr gut aus. Ja, wir kommen gut voran. Jetzt sagen Sie mal, Rombach, müssen wir da wirklich die Bäume ansprühen, dass wir später Einbahnstraßenschilder aufhängen? Mitten im Wald. Für wen denn? Ja, für wen schneiden wir denn das Lichtraumprofil frei? Feuerwehr. Eben, für die Feuerwehr. Den Weiher da, den musste ich als Löschwasserreservoir ausweisen, damit sie später im Ernstfall die Fahrzeuge nicht gegenseitig behindern. Schaffen wir da einen Kreisverkehr, jetzt verstehe ich. Das versteht sogar der Hermann. Er wieder. Hab keine Angst, ich tu dir nichts. Du kommst jetzt einfach wieder in deinen Kleid. Darf ich mit streicheln? Kann ich ihn mal streichen? Ach, na gut. Aber nur einmal und ganz vorsichtig. Der kratzt. So, und jetzt noch ist auch schon mal. Gut. Nochmal. Nee, Katharina, jetzt lass mal bitte. Nicht jetzt immer die ganze Zeit streicheln. Ich muss den... Wie geht denn dieses Ding hier auf? Oh nein, jetzt ist er weg. Sollen wir ihn wieder einfangen? Oh ja. Was wird denn das?
Machen Sie mal den Mischer aus. Was haben Sie vor? Wollen Sie hier den ganzen Hof umbauen? Ja, so hat man es uns aber angeschafft. Ah. Katharina! Wo ist denn die Mama? Peter, der Waschbär ist weg. Melanie Baumann, die Frau Doktor musste gerade weg. Die Frau Doktor ist meine Schwester. Wo ist denn Janina, Ihre Assistentin? Ich bin jetzt Ihre Assistentin, Janinas Nachfolgerin. Die hat doch ganz plötzlich aufgehört, ohne Grund. Wie? Das kann doch nicht sein. Ich muss den Waschbär fahren. Ja, ich weiß von nichts. Es tut mir leid. Wir müssen jetzt diesen verflixten Waschbären wieder einfangen, bevor Andrea wiederkommt. Sonst gibt's nämlich ein riesiges Donnerwetter, hm? Donnerwetter. Ja, und was für eins. Da hätten wir beiden Süßen wohl ein bisschen besser aufpassen müssen, hm? Und ihn nicht so viel streicheln dürfen. Und warum hat Janina aufgehört? Und wo wollte sie hin? Ich glaub das nicht. Ich weiß wirklich von nichts. Es tut mir leid, sie war schon weg, als ich kam. Ja, oh, es tut mir leid. Wir müssen diesen Waschbären fangen. Falls Sie ihn sehen sollten, halten Sie ihn bloß fest. Herr Rombach. Rombach, okay, bis dann. Sollen wir es nun so weitermachen wie bisher? Oder sollen wir abwarten, bis Sie sie mit der Frau Doktor besprochen haben? Ach, was weiß ich denn? Ich habe mir das angesehen. Also ganz genau so habe ich mir das vorgestellt. Sehr gut. Danke, meine Herren. Was ist, Herr Rombach? Möchten Sie einen Schlückerl trinken? Bei dem Wetter hat man ja keinen Hunger, nur geduscht. Danke. Hoffentlich wird das die Feuerwehr nie brauchen. Aber hier hat es ja Gott sei Dank noch nie einen Waldbrand gegeben, weil es viel zu feucht ist und viel zu viel regnet. Da haben Sie schon recht. Trotzdem hatten wir hier schon mal einen Brand. Aber jetzt also... Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, das ist viel zu trocken für diese Jahreszeit. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann es das letzte Mal geregnet hat. Chef, das ist bestimmt schon 6 Wochen her. Der Wald, der brennt wie Zunder. Ja, aber so ein richtig großer Waldbrand. Hermann, Herr Rombach. Ja, ich habe das noch nicht erlebt, aber Herr Breitkreuz schon. Haben Sie das Ihren Kollegen noch nicht erzählt? Nein. Aber das war damals eine ernste Sache. Da schaut sie mal her. Verbrennungen 2. und 3. Grades. Ja. Wir haben damals Glück gehabt, dass es keine Toten gegeben hat beim Löschen. Ja, so Wald, der brennt nicht einfach ab, der explodiert. Und mit Wind, da springt das Feuer. Also ich kann schon verstehen, warum Sie sich sorgen machen, Herr Rombach. Du, Franz, erzähl, das interessiert mich. Du erzählst doch sonst auch so gern Geschichterl. Du, das ist keine Geschichterl nicht, diese Geschichte. Grüß Gott. Grüß Gott. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, ich weiß nicht. Wer sind Sie denn? Ich bin Frau Bieler. Frau Bieler? Oh, Entschuldigung, ich bin die neue Assistentin von der Frau Doktor, Melanie Baumann. Ah ja? Dann ist Janina gar nicht mehr da? Nein. Ist irgendwas? Ja, dem Seiler seine Kuh kalbt und die Frau Doktor musste dringend weg und ich bin jetzt ganz alleine. Ja, und Katrinchen? Ja, das ist es ja eben. Ich kann sie nirgends finden. Hier, das Gatter steht offen. Ach, dann kann sie nur am Waldrand sein, bei diesem Ameisenhaufen. Hm. Aber ich kann jetzt hier nicht weg. Ja, dafür bin ich ja gekommen. Jetzt kümmern Sie sich mal um die Leute und ich schaue nach Katrina. Oh, danke schön, Frau Bieler. Bitte, bitte. Du, mein lieber Tobi, bist immer lieb. Geht's dir schon besser? Schmecken dir die Nüsse? Die habe ich dir mitgebracht. Ach, Tobi, du bist so süß. Schmatz nicht so. Wo willst du denn hin? Willst du Verstecken spielen? Katharina! Omi! Katharina! Da bin ich aber froh. Was machst du denn hier draußen? Ah ja, das ist ein süßer kleiner Pelz, den habe ich schon gesehen. Aber du weißt doch, dass du nicht alleine so weit vom Hof weggehen sollst, ne? Böser Wolf. Das ist doch kein böser Wolf. Das ist doch nur ein niedlicher kleiner Waschbär. Und dass kein böser Wolf kommt und kein Fuchs und dass ja überhaupt nichts getan wird, dafür sorgt schon der Martin. Aber die Mama macht sich Sorgen und ich doch auch. Waschbär fangen. Ach, den kann man doch nicht fangen, Kind. Der ist ja viel zu schnell. Der ist schon längst über alle Berge. Wie heißt du denn, dein kleiner Freund? Tobi. Tobi?
Na, dann komm. Grüß dich. Grüß dich. Was machst du denn da? Ja, wieso denn? Ich will nur das Futter für die Hunde machen. Für zwei Hunde. Wirklich ein bisschen durcheinander. Ein bisschen ist gut. Futter für den Hund und kein Kuss für die Frau. Entschuldige. Was ist das denn? Das sind die Unterlagen vom Kneipp-Seminar. Weißt du, du hast so oft davon gesprochen, dass ich eine Aufgabe brauche. Und da gibt es einen Studiengang Gesundheitspädagogik. Und dafür möchte ich mich anmelden. Also, ich fahre da morgen mal hin, melde mich an, stelle mich vor und schaue mir das Ganze an. Morgen? Mhm. So plötzlich? Du wirst uns doch wohl nicht wieder alleine lassen. Oh, Martin, alleine lassen. Ich bin morgen Abend wieder zurück. Also ich dachte, das hätten wir alles durchgemacht. Susanna, ich brauche dich hier. Florian, also wir alle, wir brauchen dich hier. Wie soll ich das dann alles alleine schaffen? Schau mal, zum Beispiel kommt heute der Florian gleich von der Schule und ich habe ihm versprochen, ihm beim Rechnen zu helfen, weil es da ein bisschen klemmt. Und dann geht das nicht, weil gleich meine Leute kommen. Das ist ein Fernstudium. Das kann ich von hier aus machen. Also, das ist deine Entscheidung. Ich will dir da nicht reinreden. Darum geht's doch überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, ob das richtig ist, aber ich will wieder arbeiten. Und das klingt doch gut. Ich hätte mit Menschen zu tun und das Ganze hätte mit meiner Ausbildung zu tun. Ich frage mich nur, wie das wird, wenn du damit fertig bist. Wenn du wirklich als, wie war das, als Gesundheitspädagogin arbeiten wirst. Ja, das schaffe ich schon. Auf jeden Fall werde ich ausgeglichener sein als du. Du bist ja nervenbündig. Mit deinen Leuten bist du in letzter Zeit auch öfter zusammen als mit uns. Es tut mir leid. Hey Martin. Das Fressen für Senta mache ich schon und ich fange auch schon mit Florian an. Dann kannst du heute Abend weitermachen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nichts. Ich find's schön, wenn du mich brauchst. Gott, Chef. Da sind wir jetzt wieder. Also im Schuppen, da ist unsere Feuerlöschausrüstung. Wenn Sie bitte alles überprüfen, auf Vollständigkeit, auf Mängel. Naja, einfach schauen, dass alles funktioniert. Ist ja wie bei der Feuerwehr. Ach, waren Sie mal bei der Feuerwehr, Herr Koller? Ja, bei der Freiwilligen. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja einen, der uns die Arbeit macht. Ja, freilich. Ja, das ist wirklich wunderbar, Herr Breitkreuz. Im Notfall müssen wir die Feuerwehr unterstützen. Umso besser, wenn wir dann jemanden haben, der was davon versteht. Nichts mehr freiwillig. Jetzt bist ganz und gar dabei, wenn es brennt, gell? Das hast du jetzt nicht träumen lassen, hä? Ich hol mal die Inventarliste. Hallo, Peter. Was machst du denn hier? Hallo, Papa. Gar nichts. Ja, das sehe ich. Ist irgendwas passiert? Ich war gerade bei Andrea. Neue Fenster, großer Umbau. Ja, du, die Praxis von Andrea, die platzt ja auch wirklich aus allen Nähten. Und das Problem ist, dass ich der Eigentümer bin und mich irgendwie verantwortlich fühle. Auch finanziell. Bist heute Abend zu Hause, dann können wir in aller Ruhe darüber reden, ja? Ist schon gut, du hast es eilig. Das mit dem Umbau soll sie halt machen. Ist auch schon egal. Ich habe das von Janina gehört, Peter. Das tut mir leid. Wer soll das sein? Kenn ich nicht. Wie kann jemand, den man liebt, einfach von heute auf morgen gehen? Ohne ein Wort, ohne eine Adresse dazulassen? Papa, ich verstehe das nicht. Solche Dinge sind auch schwer zu verstehen, Peter. Besonders, wenn einem so etwas zum ersten Mal passiert. Dann hätte ich alles für sie getan. Ich hätte wirklich alles für sie getan. Aber vorbei ist vorbei. Ich will sie nie wieder sehen. Papa, ich habe sie geliebt und sie haut einfach ab. Ohne ein Wort, ohne ein einziges Wort. Es geht vorbei, Peter.
Auch wenn du dir das jetzt nicht vorstellen kannst, das geht vorbei. Weißt du, wir vertragen in der Richtung eine ganze Menge. Gott, es ist Gott. Entschuldigung, die Verspätung. Guten Morgen, Herr Romba. Grüß dich, Martin. Grüß dich. Mach nichts, wir waren eh schon zeitig da. Darf ich bekannt machen? Martin Rombach, der Leiter der hiesigen Forstdienststelle, Frau Doktor... Richter. Grüß Gott, Herr Rombach. Grüß Gott. Ich bin die neue Assistentin von Bürgermeister Walzinger und vertrete ihn hier bei der Brandschutzbegehung. Ja, da hat der Bürgermeister aber eine ganze Menge Vertrauen in Sie. Danke. Wie sagt man? Packen wir's. Fisch, hä? Finden Sie ihn auch, Herr Rombach? Ein bisschen zu fisch für den Posten. Ach, ein bisschen frischer Wind kann unserer Gemeindeverwaltung ja gar nicht schaden. Wind ist gut. So wie ich das einschätze, wird das ein Sturm. Umso besser. Ach, Andrea, ich weiß natürlich auch, dass man mit sowas nicht rechnen kann. Aber trotzdem, ich mache mir einfach Sorgen, wenn Katharina allein in den Wald läuft. Du bist schließlich die Mutter. Ja, aber du weißt, dass ich nicht jeden Tag auf Katharina aufpassen kann. Morgen habe ich zum Beispiel den Florian. Nie? Na schön. Also dann, bis nachher. Und, wie sieht's aus? Sie kommt gleich. Was machen eigentlich all die Leute? Tja, ich habe ihnen halt gesagt, sie sollen nach Hause gehen und morgen wiederkommen. Chaos. Das ist eigentlich eine Zumutung, das Ganze. Sag mal, warum isst du denn gar nichts, Katharinchen? Ich hab keinen Hunger. Kein Hunger? Oh, komm. Einen für die Mama. Siehst du? Und einen für den Tobi. Bei uns wird der Feuerwehr fast ein roter Teppich ausgelegt. Und Brotzeitstellen gibt es am Wegesrand. Und der heilige Florian grüßt überall. Das habe ich nicht gewusst, obwohl ich Ehrenhauptmann bin. Tja, wenn es so schön sein kann bei der Feuerwehr, darf ich mich glatt aktivieren. Frau Dr. Richter, Sie sollten Ihre Augen nicht da unten haben, sondern da oben. Der Herr Rombach hat schließlich das Lichtraumprofil freischneiden lassen. So ein Pech. Das war mal eine teure Strumpfhose. Na ja, also als Pech will ich das nicht gerade bezeichnen. Herr Bums, sollten Sie nicht Ihre Augen da oben haben, statt hier oben? Auf alle Fälle hat der Herr Rombach das sehr durchdacht gemacht. Sehen denn alle Löschwasserstellen so aus in diesem Plan? Bei uns schon. Gibt es denn noch weitere Ergänzungen zum bestehenden Waldbrandalarm- und Einsatzplan? Ja, also ich wüsste da schon noch eine Ergänzung, aber das betrifft mehr die Gemeinde. Es wäre so schön, wenn die öffentlichen Abfallbehälter öfter geleert werden. Also dieses ganze Zeug, was oft daneben liegt, so Scherben, Flaschen, Zigarettenkippen, davon geht wirklich eine große Gefahr aus. Naja, das könnten Sie ja als erste Amtshandlung gleich übernehmen, Frau Doktor. Danke, Herr Brooks. Ja, das ist wieder eine Hitze heute. Ach, Hertha! Grüß dich! Ach, Susanna, grüß dich! Alles in Ordnung? Ja, ja. Bist du gestresst? Ja, das kann man wohl sagen. Na komm, gib mir mal den Korb. Was ist in dein Auto? Das ist nett, da vorne ist es. Ach ja. Du sag mal, ist es trotzdem okay, dass du morgen Florian nach der Schule nimmst? Ja, natürlich. Auf den freue ich mich ja schon. Mit dem habe ich doch immer so viel Spaß. Das ist lieb von dir, danke. Aber weißt du, Katrinchen macht mir Sorgen. Andrea hat ja kaum noch Zeit für sie. Und außerdem glaube ich, dass die Trennung von Tobias ihr sehr zu schaffen macht. Ja? Andrea meinte, sie hätte Tobias längst vergessen. Es ist doch schon so lange her. Jeder hat ein anderes Zeitgefühl und Kinder sowieso. Nein, nein, die Kleine ist wirklich sehr viel allein. Und dann läuft sie in den Wald. Und dort hat sie einen kleinen Freund, den Waschbären. Da hätte ich Angst, dass sie sich verläuft. Ja, ganz genau. Und weißt du, wie sie den Waschbären nennt? Na? Tobi. Ja, ja, das sitzt tief. Na, also dann, bis morgen. Bis morgen. Komm gut nach Hause. Du auch. Ach, Susanna, noch was. Die Leute sagen, der Peter sitzt beim Kagerwirt und trinkt ein Bier nach dem anderen. Guten Morgen.
Gut. Du sag mal, was ist denn los? Ach, nichts. Wo kommst du denn her? Spielt doch jetzt keine Rolle. Was ist los? Hast du gewusst, dass Janina geht? Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich habe gewusst, dass sie sich verändern will. Komisch, dass sie dir nichts davon gesagt hat. Komisch. Warum tun Frauen sowas? Frauen. Jede Frau ist anders. Janina hat es getan. Ja, ich weiß. Aber wie soll's denn jetzt weitergehen? Was soll ich denn jetzt machen? Komm, lass uns erstmal nach Hause fahren, hm? Da können wir was essen, in Ruhe drüber reden. Hier so rumhängen, das bringt doch nichts. Ja, du hast recht. Eine Brotzeit kann ich gut gebrauchen. Zahlen bitte. Da drüben sitzt Janinas Nachfolgerin. Die da alleine sitzt? Ja, genau die. So, Lilla, das waren dann. Stimmt so. Danke sehr. Sie gehen auch schon? Ja. So. Dankeschön. Wiederschauen. Wiedersehen. Wiederschauen. Ja. Nur drei Bier? Hallo. Du bist ja immer noch ganz blass. Ich? Ja. Sie sind die neue Assistentin von Andrea. Stimmt. Melanie Baumann. Angenehm. Rombach. Du bist alleine hier? Ja, so viele Menschen kenne ich ja hier noch nicht. Übrigens, mit heute Morgen, dass ich so kurz angebunden war, das tut mir leid, aber dieser Waschbär... Hast du ihn gekriegt? Nein, leider nicht. Andrea war richtig sauer. Das glaube ich sofort. Macht Ihnen die Arbeit Spaß? Sind Sie zufrieden? Ja, sehr. Die Frage ist nur, ob Andrea auch so zufrieden mit mir ist. Ach, davon bin ich überzeugt. Ja, also, tut mir leid, aber ich muss jetzt... Bleibst du noch hier? Ja, ich weiß nicht. Also ja, ja, lass dir doch Zeit. Wir können ja ein andermal drüber reden. Setz dich doch noch. Also dann... Ciao. Ciao, Susanne. Ciao. Schau mal, Senta, da war wieder mal jemand nicht sehr freundlich zu unserem Wald. Aber das Zeug ist noch ziemlich frisch. Den finden wir noch. Ist nur die Frage, wo? Bitte. Ja? Ist das Ihr Abfall? Nein, nie gesehen. Ja, ich meine nicht die Tüte. Ich meine das, was drin ist. Oh, siehst du, ich hab's dir gleich gesagt. Sowas macht man nicht. Haben wir uns jetzt strafbar gemacht? Naja, strafbar. Ich möchte Sie bitten, Ihren Müll wieder mitzunehmen. Nicht? Stellen Sie vor, es würde jeder machen. Ja, es tut uns leid. Entschuldigung. Außerdem, so eine Flasche, die kann wie ein Brennglas wirken. Man kann zum Beispiel trockenes Gras entzünden. Jetzt? Um die Jahreszeit? Ja, gerade um diese Jahreszeit ist die Waldbrandgefahr ganz besonders hoch. Sorry, das wusste ich nicht. Ja, also, denken Sie bitte in Zukunft daran. Wiedersehen. So, da wären wir. Ich komme mir das Auto morgen holen. Und? Alles wieder in Ordnung? Ja, ja, bin schon wieder klar im Kopf. Und danke übrigens fürs Nachhausebringen. Gerne. Aber nächstes Mal bist du dran. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich von einer Frau, die ich erst einen Tag kenne, gleich nach Hause bringen lasse. Ja, und noch dazu im eigenen Auto. Und noch dazu von der Frau, die jetzt den Job deiner Ex macht, die einfach ohne ein Wort abgehauen ist. Oh, tut mir leid.
ich hoffe wirklich, du kommst darüber hinweg. Ganz sicher. Ciao. Peter! Entschuldige, Papa, ich habe keinen Schlüssel. Melanie hat mich heimgefahren. Jetzt ist er noch im Auto. Wir waren noch im Ochsen. Naja, Susanne hat mir alles erzählt. Mensch, Papa, das Leben kann so schön sein. Na, komm rein. Na, wer war's? Es war Peter. Er hatte keinen Hausschlüssel, weil sein Schlüssel ist in seinem Auto. Und mit seinem Auto fährt Melanie gerade nach Hause. Aber er war ganz gut gelaunt. Bei der Chauffeurin? Typisch Rombach. Kaum ist die eine weg, versucht das bei der Nachfolgerin. Na, hör mal, dich würde ich doch gegen nichts in der Welt eintauschen. Nicht einmal gegen eine Gesundheitspädagogin. Ich bin schon so aufgeregt wegen morgen. Hoffentlich habe ich alle Papiere dabei. Und hoffentlich ist es auch was. Aber natürlich ist das was, sonst wärst du doch nicht so aufgeregt. Du, und eins kannst du mir wirklich glauben, hier ändert sich nichts. Meinst du, es reicht, wenn ich um 12 Uhr fahre? Susanna Passau ist immer noch da, wo es war. Das reicht locker. Danke. Sag mal, willst du hier noch lange rumlaufen? Du musst schlafen. Du brichst mir sonst echt noch zusammen. Glaubst du an Vorahnungen? Bei dir ja. Was ist los? Wir haben ein extrem trockenes Frühjahr. Es gibt eine Menge möglicher Ursachen für einen Waldbrand. Die können wir nicht alle in den Griff bekommen. Weißt du, was mich beunruhigt? Nein. Ich habe das Gefühl, dass es hier bald irgendwo brennt. Es kommt nur darauf an, wo und ob wir dann rechtzeitig da sind. Vielleicht sollte ich lieber hierbleiben. Ich könnte mich fürs nächste Seminar bewerben. Ich kann doch nicht einfach wegfahren. Ich hätte keine ruhige Minute. Natürlich wärst du. Ich denke jetzt einfach, es wird regnen, es wird ein ganz normaler Sommer und bei uns brennt es ja sowieso so gut wie nie. Na, siehst du. Aber wenn man sich auch den ganzen Tag nur mit diesem Waldbrandalarmplan, das ist ein Wort, nicht? Waldbrandalarmplan beschäftigt, dann ist es ja kein Wunder, wenn man an nichts anderes denkt. Und wenn ich wiederkomme, bist du ein Nervenbündel. Naja. Dann kannst du ja gleich deine neu erworbenen Kenntnisse als Gesundheitspädagogin. Als Gesundheitspädagogin anwenden. Wenn ich morgen komme, weiß ich noch gar nichts. Solange du deinen Humor noch hast, kann ja wirklich nichts passieren. Der Walzinger, der lasst sich vielleicht Zeit. Der kommt noch. Der braucht halt sein akademisches Viertelstündchen, das kennen wir doch schon. Der Walzinger geht, dass wir das noch erleben dürfen. Die Frage ist, wer wird jetzt Bürgermeister? Ich zum Beispiel. Ich meine, ich habe mich immer mit dem Walzinger sehr gut verstanden. Ausgerechnet du, ja. Also bei dem Gedanken stellen sich mir sämtliche Haare auf. Das sind vielleicht fremd. Na, Herr Biller, was ist mit dir? Na ja, da wäre schon dran zu denken. Der Bruckswirt und sonst keiner. Vielen Dank, Seiler, für die Ehre, aber ich habe da so meine Ahnungen. Der Walzinger war bis jetzt immer für eine Überraschung gut. Was soll denn das wieder heißen? Einen schönen guten Tag, meine Herrschaft. Mein Name ist Annegret Richter, ich bin promovierte Juristin und komme aus Passau. Der Herr Walzinger war so nett und hat mir als seine Assistentin ab sofort die Vertretung seiner Amtsgeschäfte übertragen, bis bei den nächsten Wahlen die Nachfolge bestimmt wird. Aber die sind doch erst in 2 Jahren. Na, so lange wollen wir doch wohl nicht warten. Ich habe mir erlaubt, mich noch einmal mit dem Haushalt zu befassen. Und darüber wollte ich mit Ihnen reden.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben richtig gehört. Bis zu 35 Grad soll es heute im ganzen Antenne Bayernland geben und kein Wölkchen am Himmel. Heute etwas Wind, nicht viel, aber immerhin ein leichter Südwind. Die Segler und Surfer können sich also freuen. Oder liegt ihr etwa noch in den Betten? Dann nix wie raus. Katharina? Katharina! Andrea! Andrea, Katharina ist weg! Katharina, sie ist irgendwie nicht mehr da. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, sie muss das Gatter ganz alleine aufgemacht haben. Aber das gibt es doch gar nicht. Sie kann doch nicht weg sein. Na komm, wir müssen sie suchen. Hallo? Nein, jetzt nicht. Herr Doktor, wo wollen Sie denn hin? Andrea! Andrea! Jetzt warte doch! Leonard, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Rombach. Grüß dich, Lisa. Grüß dich. Du, Martin, ich habe dem Herrn Leonard gerade die Befallsherde vom Borkenkäfer in meinem Revier gezeigt. Ja, die Lage hier ist ernster, als ich dachte. Mhm. Und bei der derzeitigen Wetterlage muss schnellstens etwas dagegen unternommen werden. Tja, das soll so bleiben, Herr Leonard. Also, wenn du willst, kann ich dir ab morgen meine Leute zur Unterstützung geben. Natürlich nur, wenn der Leonard einverstanden ist. Ja, natürlich. Die Borkenkäferbekämpfung hat immer Vorrang. Genau, also wir müssen unbedingt verhindern, dass der Käfer auch hier zum Flächenbrand wird. Der Bayerische Wald hat schon genug Probleme damit. Ja, Lisa, dann zeig mir doch mal bitte ganz genau das Befallsgebiet. Also, das ist hier in der Gegend. Grüß Gott, hier ist Rombach. Ich bin auf der Ortsverbindungsstraße nach Leopoldskreuz, so ca. 5 Kilometer südlich von Küblach. Und über dem Schleewald, da ist eine starke Rauchentwicklung. Geben Sie doch bitte Waldbrandalarm. Ja, Sie haben richtig verstanden, Waldbrandalarm. Ist das heiß heute. Also wenn es morgen auch so ist, dann kriegt ihr bestimmt hitzefrei. Da kennst du unseren Direktor aber schlecht. Servus, Flori. Servus. Ich komm hier mal deinen Rand. Passiert. Da brennt's irgendwo. Schrecklich. Dann komm, steig ein. Hörst du das? Da? Die Alarmsirene. Ja, das wird wieder Übung sein.
Nur dann kommt der Chef. Ah, ja. Einsteigen, wir haben Waldbrandalarm. Und die Sägen mitnehmen. Cool, ich geh jetzt. Ja. Ja. Kommt Beeilung, Leute. Jawohl. Ja, endlich. Mama, weißt du schon, es brennt. Ja, mein Schatz, ich weiß. Hertha, gehst du bitte gleich ins Haus und machst alle Fenster zu? Ja, ich pass schon auf. Mach dir keine Sorgen. Servus, ja, nicht sein. Gustav, habt ihr meine Leute mich irgendwie gebrochen? Ja, wir brauchen hier jeden Mann. Wir könnten das Feuer auf der Straße aufhalten. Aber dafür muss auf der Seite alles weg. Gras, Sträucher, Baum, alles. Also gut, Motorsägen her. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Das wird jetzt gemacht, ohne Diskussion. Ich hab dir doch gesagt, das Feuer springt jetzt los. Danach ist es spät. Gib schon mal vor, ich warte drauf. Von hier breitet sich das Feuer aus. Ja. Die Löschzüge der ganzen Gegend kommen uns zu Hilfe. Schlecht ist nur, dass sich der Wind gedreht hat. Das Feuer kommt hierher. Da, der Hof gleich. Das ist das einzige Gebäude, das direkt gefährdet ist. Hat meine Tochter ihre Praxis? Der Bellinghaus, ich weiß, Herr Rombach. Ich fahr sofort hin. Nein, das ist schon gut, Brooks. Martin kennt sich hier aus. Außerdem kann er den Pumpenwagen begleiten. Wir wollen doch ein Seerohr hier rauflegen. Ludwig! Ja. Bellinghaushof. Geht in Ordnung. Auf geht's, brauchen wir's. Katharina ist weggelaufen, die beiden suchen sie. Katharina ist im Wald? Ja. Herr Rombach, nein, das ist doch gefährlich. Robert, komm mit. Thank you.
kann hier nicht mehr. Einsatzleitung. Bestätige, haben das Kind gefunden. Unverletzt. Kehren zur Straße zurück. Ende. Meine Tochter? Herr Robach, womöglich, das Feuer kommt. Wir müssen sie finden. Wir müssen hier raus. Es ist vorbei, du hast es geschafft. Ich hab einfach nur Glück gehabt. Was ist mit den anderen, wenn die das nicht schaffen? Sie schaffen es, Susanna. Ich weiß es. Herr Robach, da! Gott sei Dank. Und? Ich glaube, sie ist nur bewusstlos. Ist ja jetzt gerettet. Schnell zur Straße! Da ist ein Rettungswagen! Ist auch schon da. Ist alles in Ordnung. Mami! Keine Angst. Es wird schon wieder, Katharina. Gott sei Dank, dass wir die zwei gefunden haben. Herr Rombach, ich kümmere mich um die Kleine. Danke. Wo ist meine Mami? Keine Angst, mein Kind. Deiner Mami geht's gut. Herr Rombach. Sie war schon tot. Vermutlich erstickt. Warum? Warum?